Servus und moin moin. Hier ist wieder der Onkel Sega vom Team Franksdale Virtual Motorsports und ich fahre ja mit dem LKW von El Paso nach Mobile diesmal. Im Moment stehen wir irgendwo bei San Antonio auf einer Tanke und jetzt geht's weiter. So. It's soupy out here, but nothing more than a window washer. Thanks for that. Copy that. Thanks. So, let's go. Mal die Mappe wieder anmachen. Die Mappe. Alter. Die Karte. Schon was verarikanisiert hier. Open the Mappe, please. Fädel ein in nichts, da kommt keiner, sehr gut. Wir folgen der 10. Tank ist voll, jetzt kann nichts mehr passieren, Licht ist an. Dallas, nicht? Wir wollen nach Houston, genau. Houston, Texas. Ja, in dem Hotel habe ich mal geguckt, da habe ich jetzt niemanden getroffen, da hätte ich nur für teuer Geld schlafen können. Das habe ich mir gespart. Hab ja eine Schlafkabine. Get the feeling. Ah, mein LKW wollte ich ja reparieren lassen. Das mache ich mal beim nächsten Service. Vielleicht zieht er da ein bisschen besser. Und er fährt ja eigentlich noch ganz gut. Noch viel schneller wird er auch nicht. Aber erstmal gechillt zurücklehnen hier. Rechten Fuß irgendwo, den linken Fuß irgendwo hinstellen. Wo ist das cool her? Ja, die 10 führt direkt ans Ziel. Das ist schon cool. War eine einfache Tour. Nächstes mache ich dann so eine nach Kanada hoch. Hoch in den Osten. Westen. Ich bin dann ja. Nee, also ich fahre nochmal nach Miami runter. Und von Miami aus dann hoch nach Kanada. So war der Plan. Was ist denn jetzt hier? Kein Schild, ne? Ich habe keins gesehen. Mal oben ist ein Flieger, cool. Also ein paar hübsche Schmankerl haben sie ja schon eingebaut. So Flieger, Hubschrauber. Und mal der Verkehr, so unrealistisch ist der jetzt auch nicht. Ja, schon rüber.
Houston oder was? Mit so hübschen Häuschen. Aha. Und eine Schallschutzwand. Wir fahren 50, das ist hier nicht erlaubt. Aber geht anyone got a traffic report up ahead? Habe gemerkt, wenn so ein kleiner Ausschlag am Kopfbalken ist, ist nicht so schlimm. Traffic Report habe ich. An 4. 2. Got an alligator in the granny lane, slowing things down. Copy that, thanks. Bitte, bitte. Schöne Bäume. Oh, jetzt, was ist jetzt? Darüber Richtung New Orleans. Sehr gut. Oh 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 oh. Ah, ah, alles gut. Haben die amerikanischen LKW eigentlich Diesel oder fahren die da auch mit Benzin? Bei den Amis ist ja Benzin, kriegst ja hinterher geschmissen. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass denen ihre Dinger so 40, 50 Liter, egal. Also wer weiß, heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr. Was denn? 60, 65 jetzt auf, let's go, es geht bergab. Gucken wir es noch rauskriegen. Schwung mitnehmen für den Hügel da, mein Jesus Christ, was ist denn hier los? Jetzt geht's aber an Berg hoch, du. Wie bei den Kasseler Bergen. Oder Elserberg. Fahren geblitzt wirst. Ja, geht gut die Hütte. Oh, und jetzt volle Granate. Jetzt kommen wir mal über 70. Sechster Gang und jetzt, was haben wir drauf? 65. Aha. Ja, wäre schon schön, einen Truck zu haben, der das von alleine schafft, ohne Berg. Würde die ganze Sache hier ein bisschen rasanter machen. Ich könnte
könnten wir ja eine Mod ziehen mit einem Coca-Cola-Truck, so ein Weihnachtsding, wie man ihn aus der Werbung kennt. Ja, habe ich schon gesehen, ein paar Fotos von. Es gibt da Mods für LKWs. Muss ich mal gucken. Wäre ja cool. So. Weihnachts-LKW mit überall beleuchtet und voll aufgepimpt. Simulation am ehesten nah, also von allem, was ich bisher gefahren bin. Bin ja eher so langsame Dinger gefahren, nicht so schnelle. So, hier im Mobile, da wollen wir hin, sehr gut. Ich habe mehr Erfahrung mit Sprintern und LKWs als mit Rennwagen, das wollte ich sagen. Einseitiges Gespräch halt. Aber ja. Wobei. Würden wir fast schon fertig machen. Auch nicht besser. Irgendwie ändert mein Licht gar nichts. Muss an der Grafikeinstellung liegen. Das ist zwar ein altes Spiel. Aber ich habe es trotzdem ein bisschen runtergestellt, durch das Aufnahmeprogramm ruckelt es sonst immer so ein bisschen. Ich wollte auch schon mal WRC 3 aufnehmen, mal was Neueres. Das Spiel selbst läuft gut, aber sobald ich es aufnehme, ist es nicht mehr fahrbar. Also ist dieses Projekt für mich erstmal gestorben, solange bis ich eine bessere Grafikkarte habe. Mache ich hier weiter. Bei der DTM. Ich fahre ja auch die DTM, nur für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Hey, any hand out there got a 1013? Ja, jetzt ist wieder trocken. Looking good for your hand. 10 and 4 on that hand. Ja, ja. WRC 3 ist einfach zu neu für meine Kiste. Für meinen Retro-Hightech-Game-Computer. Was hält denn der mich jetzt hier so komisch auf? Kommt denn nicht mal bald Mobile? Ich muss ja erst an Mobile vorbeifahren und dann den Hintereingang nehmen. Habe ich gesehen vorhin auf der Karte.
aber so macht es doch deutlich mehr Laune hier, ohne diese ganzen Blackouts die ganze Zeit zwischendurch zu bekommen. Und ich habe ja auch einmal geschlafen. Nein, nein, Alter, jetzt bin ich falsch gefahren. Verdammt. Ja, jetzt muss ich ins Notebook gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Oh oh. Jetzt bin ich doch tatsächlich falsch gefahren. Nach New Orleans rein. Ich muss hier wenden und dann wieder zurück auf der Autobahn. Oh. Aha. Okay. Ich sag doch, diese amerikanischen Dinger, wenn dann keine Schilder da stehen, dann bist du voll im Arsch, ne? Ich muss jetzt irgendwie wenden. Hier. Geht nicht näher dran. Den hier, um da drauf zu kommen. Also doch den linken davon, ja, gut. Mann, Mann, Mann. Die Wendeaktion war jetzt auch nicht verboten irgendwie. Hier beide Spuren von der Autobahn. Okay. Ja, das hat doch geklappt. Puh, nochmal gut gegangen. Das ist ja nochmal gut gegangen. Könnte.
Okay. Dann sind wir ja gleich in Mobile. Der Cola ist gar nichts passiert bisher. Finde ich super. Anyone out there with a weather report? Das ist so schönes Wetter, mein Freund. Nothing but blue skies for miles. 10-4. Ja, die haben einen lustigen Lichtkegel. Der war quadratisch, rechteckig. So, ich habe gar keine Familie rechteckige. Das geht mir. Mal schnelle Kohle machen. Da geht richtig nach vorne jetzt der Laden. Alter. Bremst der mich mal eben aus. So, bin ich hier richtig? Ich muss mal hin darüber. Wieder falsch gefahren. Habe ich mich jetzt wieder verfahren? Ne, ich bin doch auf der 10. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Nächste Ausfahrt müssen wir raus. Ja, die Jungs, die ich dann einstelle, ständig in Hotels absteigen auf meine Kosten. Nee, nee, nee. So weit kommt es noch. Ändert es jetzt was, das Licht eigentlich? Am Tag so? Ändert es was? Jetzt ist es raus, jetzt ist es wieder an, ja? Ich habe keinen Kegel, aber es verändert das Gesamtbild. So, in Ordnung.
geht nicht. Rechts geht nicht. Wir müssen links. Links und dann hier abladen. Sehr gut. Jo. Platz, hä? Nicht wie in El Paso in dem Hinterhof da. In El Paso musste ich doch tatsächlich in dem Hinterhof einparken. So. Jetzt sind wir natürlich weit weggefahren wieder von der Luke. Wo geht doch mal der Blinker aus? So. Spieglein, Spieglein auf der Seite. Mach dich für das Gucken bereite. Ich muss wieder nachdenken. Ich muss auf die Seite lenken. Die Seite. Falsch rum. Thank you.
for unloading. Zack. Delivered the cargo. No damage penalty. Parken hat auch geklappt. Subi. Leute, Leute, Leute. Mal gucken, was die jetzt zum Anbieten haben. Hey, any hand out there got a 1013? Ah, ich funk ihm nochmal einen 1013. Looking good for your hand. Und guck, was die hier für einen Job 10-4. Haben. Die haben auch nur Müll. Eine Müllfirma, die Cola brauchte. Also, na gut. Dann suche ich mir eine andere Firma, weil Müll will ich nicht fahren. Der bringt nämlich kein Geld. So, gar kein Geld. Nö. Dann machen wir jetzt hier mal Päuschen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn ich mir einen neuen Job suche. Bis denn. Bye-bye.